Themenparks stehen niemals still. Deswegen gehen wir nun in ein News-Recap für die Woche 41 2019. Interactive Dark Ride für Freizeitpark Klotten. Im Wild- und Freizeitpark Klotten entsteht laut Bericht vom EAP-Magazin für die Saison 2020 ein interaktiver Dark Ride. Die Attraktion erzählt die Geschichte von Ritter Kunibert und den Geistern seiner Vorfahren. Diese versuchen, die Burg zur Partyzone zu machen. Die Besucher müssen Kunibert dann dabei helfen, dies zu unterbinden. Als Zulieferer wird Lagotronics Projects genannt. Somit liegt es nahe, dass hier eine ähnliche Attraktion wie im Bayernpark mit der Stadelgaudi entsteht. Movie World 2020 auch im dänischen Legoland. Das Legoland Billund hat via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass auch hier für das kommende Jahr ein Lego Movie World Bereich entsteht. Wie in den anderen bereits bestätigten Lego Movie Bereichen wird es auch im dänischen neben Flatride und vielen Lego Modellen ein Flying Theater geben. Meyerland Kownaty teilt Artwork zum Wiki-Bereich. Das polnische Meyerland hat auf der offiziellen Facebook-Präsenz ein Artwork zum dort entstehenden Wiki-Themenbereich geteilt. Da es sich hier um das identische Bild zum Bereich im belgischen Hauptpark handelt, kann man wohl davon ausgehen, dass man weitgehend eine Kopie des Themenbereichs aus Depanne baut. Und damit ist nicht nur der bereits aufgebaute Disco Coaster, sondern auch das Splash Battle als bestätigt anzusehen. Neue Bebauungspläne für Grüner Lund 2023 stehen zur Debatte. Für Grüner Lund im schwedischen Stockholm wurde nun der Bebauungsplan für die große Erweiterung auf den bisherigen Parkplatzflächen zur öffentlichen Debatte eingereicht. Der Park erhofft sich bei erfolgreicher Absegnung der Pläne bis 2024 mit dem Bau der neuen Bereiche beginnen zu können. Auf Artworks lassen sich nicht nur schöne Promenaden und parkähnliche Naturanlagen erkennen, sondern auch etwas, was stark an einen Intamin Launch Coaster erinnert. Das ist aber eher Spekulation. Michigan's Adventure baut Camp Snoopy Themenbereich. Ab Frühjahr 2020 soll in Michigan's Adventure ein Camp Snoopy Themenbereich im Park zur Verfügung stehen. Neben dem Kiddie Coaster Woodstock Express bietet der Bereich mit Beagle Scout Lookout, Mud Buggies, Camp Bus und Trailblazers bietet der Bereich noch jede Menge Fahrspaß für die Kinder. MNC Group bringt großen Freizeitpark nach Indonesien. Nachdem in vielen Transmart Malls in Indonesien bereits mehrfach Vekoma Junior Coaster ausgeliefert wurden, soll das Land nun den ersten international ausgerichteten Themenpark bekommen. Die MNC Group hat entsprechende Pläne und Artworks veröffentlicht. Die Gruppe betreibt Indonesiens größtes Mediennetzwerk und spricht in der Ankündigung davon, dass man den Park bis spätestens Frühjahr 2023 eröffnen will. Ebenfalls fallen Schlagworte wie World Class Theme Park und Beschreibungen wie größer als Universal Studios Singapur sowie eine Liga mit Disneyland. Wir werden sehen, was davon eingehalten werden kann. Noch ein Legoland in China. Die Merlin-Gruppe kündigte ein weiteres Legoland für China an. Per Pressemitteilung spricht die britische Merlin Group über eine Zusammenarbeit mit Global Songkring Cultural Tourism Development Co. Limited. Schweres Wort. Mit der Unterstützung, ein weiteres Legoland in Sichuan entstehen zu lassen. Das Resort soll direkt zum Start im Jahr 2023 auch direkt zwei Hotels zur Seite gestellt bekommen. Das war das News Recap für die Woche 41 2019. Nächsten Sonntag gibt es dann die Zusammenfassung für die nächste Woche.